Moin, mein König! Guck eben! Na komm her, Satan, ich kann das gar nicht anholen. Ich hab so viel Frieden mitgebracht. Was hast du denn so gute Laune? Ja, Qualität. Was war da gestern los? Ja, wir haben Spiel verloren. So, aber mach. Ein Spiel, Pokalspiel, erste Runde rausgeflogen. Ja, 5 Jahre nicht hier passiert. Ja, aber das kann immer mal passieren. Sag niemals nie. Da lässt man euch einmal alleine hier. Ja, was willst du denn machen? Was willst du denn machen? Die Umstände muss man auch mal sehen. Wir waren einfach nicht so gut drauf. Wir haben wahrscheinlich zu wenig Bratkartoffeln gegessen. Du, die Ernährung war verkehrt. Wir hätten mehr Nudeln haben müssen. Das ist ein Problem. Aber hier, komm mal lieb. Da ist schon wieder Qualität. Brötchen sind da drin und Butterkuchen. Jetzt geht ab. Aber wie war's denn in Urlaub? Schön. Ja, nicht mehr so schön, als ich gestern gelandet bin. Das kann ich mir vorstellen. Du hast die Schnauze voll gehabt, ne? Nee, ich war schon wieder 85. Aber ich habe das schon gesehen in der Gruppe. Du willst ja Freitag, Gyros, alles ist ja gestrichen. Ja. Sogar der Trainer hat das ja geschrieben. Ja. Na, jetzt habe ich ein Problem. Weil du, was habt ihr euch nicht verdient? Weil ich darf ja über den Trainer nicht wegentscheiden. Nee. Ah, da muss ich mir irgendwas überlegen. Da muss ich Mittwoch mit dem Trainer reden. Das geht ja nicht. Die Damen essen die Gyros und wir dürfen nichts. Ja, ihr habt hier gegrillt, vom Feinsten die schönsten Tage gehabt. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Und dann, erste Pokalspiel verliert ihr. Und wie ist das Freitag mit Whirlpool? Auch nicht. Wo? Aber wir haben die schönen Brigettes gekriegt. Das ist ja leckerlich. Ja, das werden wir Mittwoch nochmal abklären. So einfach ist die Entscheidung noch nicht getroffen. Da werden wir nochmal drüber reden. Ich meine, die Mannschaft, ja, hat einfach nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Nee, und, man muss auch mal verlieren können, das ist so. Dafür wird dann den Sonntag wieder besser. Ja. Wollen wir hoffen. Und wenn nicht? Wenn nicht, dann denke ich gar nicht drüber nach. Warte, ich muss pissen wie ein Jagdhund. Das ist ein bisschen... Warum hast du denn so gute Laune? Ja, du, ich nehme das nur ein Fußballspiel. Ja. Aus Friesland, Klasse B. Pokal. Pokal, erste Runde. Alle haben sie erwartet, Steenfelde gewinnt gegen Burlage. Burlage hatte eine Top-Einstellung, kämpferisch. Muss man sagen, die haben voll dagegen gehalten. So, und bei uns hat einiges eigentlich funktioniert. Aber das kann man auch so schlecht erklären in kurzen Abschnitten, weil da muss man das Spiel gesehen haben. Ne? Ich meine, das fing schon bei unseren Torhütern an. Ne, Thorsten gleich verletzt. Musste Dennis ins Tor, ja. Das war alles ein bisschen unglücklich, ne? Ja, Dennis sich auch noch verletzt. Genau, da musste Worti ins Tor, ne? Ich sag mal, Namensvetter, Wortmann. Da habe ich auch nicht mit gerechnet. Wortmann war früher schon in Flachsmann ins Tor. Ne? Und jetzt auf einmal der Wortmann ins Tor und ich, ne, an der Kante zu anfeuern, ne? Das war natürlich schon irgendwie verrückt. Ja, und dann hat Worti noch einen reingekriegt. Da sagt er, nach dem Spiel hat er sich für entschuldigt. War so ein Freistoß, war das? Und ja, das sah aus wie so ein steifer Brett. So wie so ein... Da konnte er nicht halten. Aber gekämpft, wir haben nachher auch noch eine Riesenchance gehabt. Also erstmal haben wir den Meter verschossen. Ja. Dann haben wir ganz zum Schluss noch eine Chance gehabt von Strasser. Da sagte Strasser selber, dass er da noch rangekommen ist. Da kam so eine Grätsche. Das wäre das 4-4 dann gewesen, ne? Ja. Der ist ganz kurz am Ball gekommen, also... Ja. Wette hätte, wenn. Aber. Ja, aber die Niederlage ist eben da. Aber dafür diesen Sonntag, 6.8., das erste Heimspiel der Saison. Genau. Da erwarten wir euch da draußen alle. Genau, da müssen Zuschauer kommen, die müssen uns anfeuern. Wir müssen unbedingt Unterstützung haben. Ne, die könnte aus ganz Deutschland anreisen. Ist egal, da müssen wir ein paar Zelte aufbauen, wo die übernachten können. Wenn keine Hotels mehr frei sind. Das wäre natürlich stark, ne? Sonntag gleich so ein paar tausend Zuschauer, ne? Das wäre was. Also ich spreche nicht in 100, ich spreche gleich in Tausende. Und dann wollen Sie nicht pullern? Ja, unbedingt. Ich habe meine Blase so voll. So, jetzt muss ich... Das ist ein Psychopath, ey. Warum? Der, das kann man gar nicht beschreiben. Der ist, wie er ist. Psychopath. Das ist... Wir beide aus Italien wieder da, ne? Ja. Muss ich gleich wieder Trikot waschen. Sind das die von gestern? Ja. Schande über die Trikots. Ne? Schande waren die. Das war ein Ding. Wann sind wir gelandet? 3:30? Ne, 4 Uhr. In Düsseldorf. Ja. Ich mache mein Handy an. Aus dem Flugzeug kriege ich direkt die Nachricht. 3:1 Rückstand. Kannst du nicht erfinden. So was kannst du nicht erfinden. Wirklich nicht. Einmal nicht dabei, gleich verlieren. Hast du schon gewaschen? Ja, sind sauber. Lass mal fühlen. Der ist schon trocken, hast du den Trockner gehauen? Ganz 10 Minuten. Liebe Leute da draußen, packt man Fußballtrikots in den Trockner? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Ich sag eigentlich von nicht. 10 Minuten. Die zweite Herren hat neue Trikots bekommen. Sponsor Net Mountains, die sehen richtig verrückt aus. Müssen aber noch bedruckt werden. Ey, guck mal hier. Ist das ein schickes Trikot? Mhm. Finde ich ja richtig geil. Direkt von Net Mountains, dreh mal um. Hinten steht noch nichts drauf, aber sie müssen jetzt noch veredelt werden. Das ist ein schickes Teil, ne?
Gott sei Dank, ich brauche ihn nicht waschen. Weiße Sturzen wieder, ne? Ich dachte, wir allgemein. Ne. Die ganzen neuen Trikots für alle Mannschaften kommen noch und die sind blau. Das ist also, Gott sei Dank, ich brauche ihn nicht waschen. Gott sei Dank. Pass mal auf. Ich habe ja sonst immer ein Handy gehabt, ein China-Handy, Oppo. Ja. Jetzt habe ich von meinem Sohn, der hat ein neues iPhone gekriegt, jetzt habe ich sein altes gekriegt, iPhone 11. Ja. Da muss ich mich jetzt mal dran gewöhnen, das ist ja so ein bisschen anders alle. Du hast ja hier oben, jetzt, sonst konnte ich hier unten immer zurück, jetzt muss ich hier oben das ja immer. Das ist eine Männerabendgruppe. Ja, das Männerabend, das ist Qualität. Ja, das ist auch vorbei, von wegen Qualität, Freitagabend spielen, ich muss jetzt zum Männerabend, 19 Uhr. Wir haben gerade eine Reise abgemacht nach Düsseldorf, Ende September, da wollen wir mit unserem Männerclub mit Frauen nach Düsseldorf ein bisschen feiern, ein bisschen abgehen, die längste Theke der Welt. Nee? Das wird gestrichen, wenn der Tabellenplatz nicht stimmt. Ja, so weit sind wir ja noch nicht. Wir denken immer von Spiel zu Spiel. Du denkst schon wieder viel zu weit. Erstmal Sonntag wieder denken. Nee, da muss ja eine Reaktion jetzt kommen. Von uns allen kommt jetzt eine Reaktion. Mittwoch gut trainieren, Freitag gut trainieren, dann Mittwoch ihr Sonntag spielen. Nee? Da muss man abwarten. Dann kann Sonntag um 18 Uhr die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Ich habe gehört, Udo ist richtig abgegangen. Udo, seine Frau muss ihn zurückhalten. Mhm. Udo ist abgegangen. Udo war natürlich ab. Ist ja klar. Die sind dann sauer, ne? Alle waren sauer, ne? Ja, was willst du machen? Die müssen sich alle wieder beruhigen, runterfahren wieder. Da musst du aufstehen. Nach so einer Niederlage musst du aufstehen. Das ist so. Das ist ein Team. Jetzt hat er ein Teambuilding machen. Und dann musst du wieder aufstehen. Und dann kein Gyros essen. Ja, das ist natürlich blöd. Aber da werde ich Mittwoch mit dem Trainer noch drüber sprechen. Da werden wir intern dann klären. Ne? Das kann ich jetzt so nicht machen, aber da werden wir intern, ob das vielleicht doch nicht irgendwie klappen kann. Bisschen Zuzug vor es vielleicht. Wir müssen vielleicht was anderes haben zu essen. Wilfried, was hältst du davon? Wovon? Freitagmannschaft Gyros essen? Ist abgesagt jetzt. Wir können Pascal nicht mehr befolgen jetzt. Nee, das stimmt, aber wir können ja Mittwoch nochmal mit ihnen reden. Wir können ja nochmal von, weißt du wo, von Auge zu Auge, von Mann zu Mann. Das können wir machen, aber so, nicht momentan. Und dann habe ich schon gedacht, dann holen wir ein bisschen die türkische Wurst, diese Susuk-Wurst. Und dann schön mit, da ist ja auch Knoblauch, mehr Energie drin. Und dann schön den Fladenbrot, weil mit Krautsalat, da freue ich mich jetzt schon. Aber erstmal haben wir den, guck mal da hin. Habe ich schon gesehen. Oh, lecker, ne? Da müssen wir jetzt ein bisschen weiter essen. Und wie war denn dein Urlaub? War lustig. Ja, du erzählst alle gar nichts, dass ich so eine Begrüßung mit der Kamera, ich muss dich ja immer so umarmen. Ja, der König ist wieder da. So. Wie war die Woche mit Udo? Ja, Katastrophe. Hier war was los. Udo, der war, ich weiß gar nicht, welcher Tag das war, da hat es nur geregnet, da waren hier Leute. Ja. So, und dann haben die wirklich gesagt, Udo war nur am Schimpfen. Regen kann ich mähen und ich weiß gar nicht mehr. Und da waren hier Leute von außerhalb, die wollten sich dann angucken und die haben da Udo gehört. Da haben die gesagt, der ist ja wirklich so. Ja. Weil ja viele das nicht glauben. Ich sage, ja, das ist so. Wenn hast du nicht, Tom, hast du nicht gesagt, Udo war im Regen am Rasenmähen? Ja, ja, auch noch. Ja. Das war das Dollste. Das war sowas von geil. Udo war ja hier oben. Und er sagte, Udo, ich fahre nicht mit dem großen Rasenmäher auf dem Hauptplatz, weil da so viele Spuren reinkommen. Ne? Und dann fuhr er weg, da ging er da hinten hin und da sagtest du noch, ich glaube, das warst du, ne? Da sagtest du noch, pass mal dem auf, was er jetzt macht. Und dann hat er mit dem großen Rasenmäher auf den Hauptplatz. Das war abgegangen. Udo ist und? Gute Qualität. Spuren? Was? Ja. Spuren habe ich jetzt nicht gesehen. Wir wollten dem König nichts sagen und den Urlaub versauen. Und was hat er mit den Spuren gemacht? Die hat er ausgebessert. Wie ausgebessert? Ist doch nochmal mit dem Kleintrecker rübergefahren, das weißt du doch auch. Was für Spuren? Von den Reifen. Hast du heute Morgen da in dem Fernsehen, ZDF? Nee. Hast du das gesehen? Da war ja die eine Politikerin wieder dran, ne? Und die hat dann gesagt, oh Mann, oh Mann, die wollen jetzt so ein großes Wirtschaftspaket für Deutschland machen. Ja. Ja, was die Initiative. Oh. Dass die ganze Wirtschaft wieder angekurbelt wird. Ne? Ja. Erst dann wird das Geld überall rausgeschmissen und dann machen wir ein bisschen Paket schnüren. Und wer muss das bezahlen? Wir. Das ist doch nicht mehr normal. Hier kostet die Apfelsine wieder 20 Cent mehr. Also was heißt das? Keine Apfelsinen essen. Nur noch Zitronen. Dann beißt da drin, hast wieder so ein Gesicht, Knittergesicht. Das ist doch alles nicht normal. Wie soll das denn laufen? Ja, wie soll das hier denn weitergehen? Guck mal hier, ein Platz vom Feinsten, alles voller Eichenbäume. Einen wunderbaren Platz. Guck mal, der Rasen ist ein englischer Rasen und wir spielen wieder 6. Kreisklasse. Gibt es die überhaupt? Ja, das muss ich jetzt ändern. Aber da bin ich mal gespannt. Mittwochtraining, Freitagtraining. Ich habe jetzt also wenig gehört, Freitag Gyros-Verbot und nicht mal der Whirlpool darf an. Also das heißt, ich als Teammanager darf da gar nicht rein. So, und dann, aber wenn wir Sonntag gewinnen, was passiert dann? Dann wird trotzdem nicht keine Orgie gemacht hier, dann wird da weiter gearbeitet, fokussiert. Ja. Also du würdest jetzt sagen,
Nach dem dritten Spiel mal abwarten, wie es läuft. Und dann könnte man vielleicht mal wieder... Nach dem dritten Spiel? Ja, natürlich. Was denkst du? Weißt du, wie lange das ist? Ja, du kannst doch nicht ein Spiel gewinnen und dann wieder Halleluja, wir sind die Geilsten. Aber du kannst doch nicht eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Ja. Moin. So, in drei Wochen, dann soll ich drei Wochen da nicht rein, oder was? Ja. Ja, dann mache ich das Ding mal alleine an. Vielleicht. Da hat dir jemand Moin gesagt. Moin, was ist das denn? Wo bist du denn, Herr West? Was du in Harz? Ich bin nur in um Ecke, West. Um Ecke, wo dann hin? Ja, irgendwie an Nordsee und so. Moin, was ist das denn für ein Nummerschild? Ist das Frankfurt? Oh ja, komm mal mit. Das ist so ein Psychopath, weißt du, was er jetzt meint? Gestern, die wohnen in Rüsselsheim, da sind die, waren auf dem Platz. Der Mann, der kommt an Opel, der hat Beziehungen zu dem Werksleiter. Ich glaube, das sind die. Und die haben noch gefragt, ob die hier denn, weil die sind ganz schüchtern, Die waren schon mal mehr hier. Ich sehe, dann müsst ihr euch hin, unten hinsetzen. Ja, die haben noch nach euch allen gefragt. So, ob ihr alle da seid. Ich sehe, die sind alle noch in Urlaub. Und der Kümmerer, der muss sich um andere Sachen kümmern. Und jetzt, das sind die. Die haben Beziehung zu dem Werksleiter. Da komme ich da noch hin. Dann werde ich schön. Ne, ja, ich meine, Opel ist ja jetzt mit Stellantis zusammen, ist ja Franzose, ne? Aber wir wollen ja mit dem Mann dann nach Frankreich. Vielleicht kann ich dann ein paar Kartons Wein organisieren. Schön Bordeaux-Wein, ne? Den roten. Bordeaux-Wein, oder? Bordeaux.